Die diesjährige Klimakonferenz Austrian World Summit in der Wiener Hofburg stand im Zeichen der aktuellen geopolitischen Situation sowie dem Umgang mit der Klimakrise. Experten aus Wirtschaft, Politik, Umweltschutz und Zivilgesellschaft diskutierten intensiv über lösungsorientierte Ansätze wie Kreislaufwirtschaft, grünes Bauen sowie klima- und umweltfreundliche Stadtplanung. Als Leading Partner des Austrian World Summit setzte Clemens Hallmann im Rahmen der Klimakonferenz erneut starke Akzente. Mit seiner Hallmann Holding und als Alleineigentümer der Syber AG zählt Clemens Hallmann zu den Pionieren bei Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Diese Vorreiterrolle bestätigen zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Projekte und eine konsequent umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie. Arnold Schwarzenegger eröffnete die Klimakonferenz mit dem eindringlichen Appell, Platz zu machen für eine echte Energiewende und für innovative Lösungen zum Klimaschutz. Neben Arnold Schwarzenegger sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Schirmherr der Konferenz waren zahlreiche namhafte Persönlichkeiten aus der Politik und Wirtschaft. Für ein musikalisches Highlight sorgte die Band Kalush, Gewinner des letzten Eurovision Song Contests aus der Ukraine. Durch die innovative Plattform B2Match-Tool hatten zudem Teilnehmer aus der ganzen Welt die Möglichkeit, interaktiv am Austrian World Summit 2023 teilzunehmen. Das Leuchtturmprojekt der Syber AG, Österreichs erstes urbane Plus-Energiequartier in Wien-Floridsdorf, wurde bereits vor dessen Errichtung mit dem ersten Platz beim Umweltpreis der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik in der Kategorie Innovation und Stadt ausgezeichnet. Ein weiteres innovatives Bauvorhaben entsteht mit dem Maximilium am Stadtpark in Wiener Neustadt. Das innenstädtische Stadtentwicklungsprojekt, das alle Bedürfnisse des täglichen Lebens abdeckt und wichtige Einrichtungen wie einen musischen Bildungscampus umfasst, leistet mit seinem Gesamtkonzept einen positiven Beitrag für ein verbessertes und lebenswertes Klima. Als erster Bauträger in Europa setzt die Syber AG auf ihren Baustellen Windenergie ein und nutzt österreichweit den ersten mobilen, mit Wasserstoff betriebenen Generator, um emissionsfreien Strom für die Bauarbeiten zu erzeugen. Dadurch lässt sich der CO2-Ausstoß bereits während der Bauarbeiten signifikant reduzieren. Durch den Einsatz von Windkraft und Wasserstoff wollen wir bereits einen Schritt früher ansetzen und unseren Baustellenbetrieb energieeffizienter gestalten, um einen Beitrag zur Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität zu leisten, hält Clemens Hallmann fest.